Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die Profikook PC ICM 1140 Eismaschine. Wenn du noch nicht genau weißt, ob diese Eismaschine für dich die richtige Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Ratgeber sehr gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, um dir deine Kaufentscheidung bestenfalls zu vereinfachen. Außerdem werde ich dir auch das Amazon-Angebot zu dieser Eismaschine unten in der Videobeschreibung verlinken. Kannst du dir bei Interesse also anschauen. Ja, eigenes Eis zu genießen, das ist in der Tat für viele Leute ein großes Vergnügen. Viele Leute sagen sich, ja klar, ich kann mir Eis natürlich auch kaufen, aber da weiß man nie so genau, auf welche Art und Weise das hergestellt wird. Deswegen gibt es tatsächlich einige Leute, die sagen, hey, ich will mir das einfach selbst herstellen. Da weiß ich genau, was drin ist. Und das kann ja auch eine schöne Idee sein. Was diese Eismaschine anbetrifft, so gefällt mir, was dir preislich hier geboten wird. Meiner Einschätzung nach ist das ein fairer Preis. Das ist aber auch wirklich nur meine Einschätzung, ja? Also mach dir bitte auch noch dein eigenes Bild zu dieser Eismaschine, ja? Es hat hier wirklich jeder einfach andere Anforderungen, auf die es ihm ankommen. Und da muss man einfach schauen, was möchte ich, was suche ich, ja? Ich kann hier nur von meiner Auffassung zu dieser Eismaschine sprechen. Ich kann mich hier in erster Linie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Eismaschine beziehen. Und das macht auf mich persönlich einen fairen Eindruck, ja? Aber wie bereits gesagt, schau einfach mal, worauf es dir ankommt. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Eismaschinen auf dem Markt. Also da einfach mal so ein bisschen schauen, was zu deinen Wünschen am besten passt. Ich halte es preislich hier durchaus für ein faires Angebot. Also man muss sich auch die Frage stellen, wie oft nutze ich die Eismaschine wirklich, ja? Denn es gibt Leute, gerade im Sommer, die spielen mit diesem Gedanken, oh ja, Eis selber machen, das wäre schon super. Ja, wenn du aber nur zwei, dreimal pro Jahr Eis selber machst, sollte man sich natürlich die Frage stellen, lohnt sich dann die Anschaffung einer Eismaschine oder reicht es dann nicht aus, ja, einfach Eis zum Beispiel im Supermarkt zu kaufen oder so? Das sind Fragen, die du dir auf jeden Fall stellen solltest, denn ich kenne viele Leute, die einen regelrechten Heißhunger auf Eis haben, die sich das wirklich, wirklich schmackhaft und lecker vorstellen. Und selbstgemachtes Eis ist ja auch super lecker, ganz klar, aber es ist dann doch mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, als jetzt einfach in den Laden zu gehen und ein fertiges Eis zu kaufen, ja? Also das bitte im Hinterkopf behalten. Was diese Eismaschine hier anbetrifft, so gefällt mir persönlich das Preis-Leistungs-Verhältnis gut, ja? Das ist aber auch nur meine Meinung, also mach dir auf jeden Fall auch noch dein eigenes Bild zu dieser Eismaschine und ja. Noch der Gesundheitstipp: Eis ist natürlich super, super lecker, aber man sollte es auch nicht übertreiben. Man sollte es vielleicht in Maßen halten. Ich meine, du kannst dir hier ja schon, hier hast du ja schon Spielraum, was die Zutaten anbetrifft. Schau einfach, ja, also zu viel Zucker, sag ich mal, ist halt nicht unbedingt das Gesündeste auf der Welt, aber wenn man in Maßen ein selbstgemachtes Eis genießt, ist das natürlich durchaus eine gute Idee für Naschkatzen und Naschkater. Ja, das Amazon-Angebot zur Eismaschine verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe sehr, dass dir mein Video gefallen hat. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.